Ich grüße Sie ganz herzlich hier auf Wetterkom zu einem weiteren Teil unserer Herbstserie. Der Herbst hat seine schönen Zeiten, aber er hat auch so seine Tücken und das bekommen besonders Verkehrsteilnehmer zu spüren. Die Tage werden kürzer und damit decken sich allmählich wieder die Dämmerungszeiten mit den Hauptverkehrszeiten. Das heißt, Autofahrer sind häufiger mit Wildwechsel konfrontiert. Also seien Sie besonders in Waldgebieten und in der Nähe von noch nicht abgeernteten Feldern bremsbereit. Wild kann nämlich sehr plötzlich auftreten. Eine weitere Gefahr ist das Bauernglatteis. Noch nie davon gehört? Das sogenannte Bauernglatteis wird durch landwirtschaftliche Geräte verursacht. Nach der Ernte kann es sein, dass sie mit Lehm und Erdklumpen die Straße verschmutzen. Kommt dann noch Feuchtigkeit und Nässe dazu, dann kann daraus ein gefährlich rutschiger Schmierfilm entstehen, ähnlich wie auch bei nassem Laub. Besonders gefährlich ist das in Kurven oder natürlich auch bei plötzlichen Bremsmanövern, wie zum Beispiel beim Wildwechsel. Die Bremswerte werden länger und im schlimmsten Fall kann das Auto sogar ausbrechen. Für Zweiradfahrzeuge sind diese Gefahren bauartbedingt sogar noch größer. Damit Ihr Auto aber überhaupt gut bremsen kann, sind natürlich funktionstüchtige Bremsen und auch ein ausreichendes Reifenprofil wichtig. Überhaupt ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das Fahrzeug durchchecken zu lassen. Ist genügend Wasser in der Scheibenwaschanlage, am besten schon mit Frostschutz? Funktionieren die Scheibenwischer, ohne dass es Schlieren gibt, und sind alle Lichter intakt? Apropos Lichter. Nebelscheinwerfer dürfen laut Straßenverkehrsordnung erst eingesetzt werden, wenn durch Nebel, Regen oder Schneefall die Sicht erheblich behindert ist. Nebelschlussleuchten, also die hinten am Heck, darf man sogar erst anmachen, wenn die Sichtweite weniger als 50 Meter beträgt. Das kann man gut mit den Leitpfosten abschätzen. Die werden nämlich in Deutschland bei geraden Strecken meist in einem Abstand von 50 Metern aufgestellt. Wenn man also nicht von einem Leitpfosten zum anderen sieht, erst dann Nebelschlussleuchte an. Denn sonst können sie andere Autofahrer blenden, Unfälle provozieren und kassieren eventuell auch ein Bußgeld. Neben dem Nebel gibt es noch eine andere große Gefahr im Herbst. Stürme. Auch wenn ein Auto noch so aerodynamisch geschnitten ist, Seitenwinde können sehr gefährlich werden, vor allem bei Überholmanövern. Sie werden da oft unterschätzt. Dabei gilt, schneller fahrende und leichte Autos sind anfälliger als langsam fahrende und schwere Autos. Ja, und wer nicht in einem Fahrzeug unterwegs ist, sollte jetzt im Herbst im Straßenverkehr auch extra vorsichtig sein. Denn vor allem, wenn man in Dämmerungszeiten unterwegs ist oder mal abends eine Runde joggen geht. Dunkel gekleidet wird man dann nämlich schnell übersehen. Also helle Kleidung tragen und am besten auch noch Reflektoren.